Dann möchte ich jetzt Robert Klebo herzlich begrüßen. Robert, am besten du stellst dich selbst vor, erklärst da, was du machst, welche deine Funktion ist und beginnst mit einem Vortrag. Übersetzt wirst du von Bernd Leinenbach. Hello, Robert. I think it's best if you introduce yourself, explain a bit what you do, who you are, and there'll be translation back into German by your translator, Bernd Leinenbach. You have the floor. Okay, thank you. Hoping you can hear me and you can see the presentation. Yeah, everything is okay? We can see you, we can hear you, but the sound has a bit of a problem. There's a lot of static as soon as you speak. Not sure what the cause could be, I'm sorry. Also erstmal vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie mich sehen und hören können. Und als Dolmetscher habe ich kurz Rückmeldung gegeben, dass der Ton nicht ideal war. Müssen wir schauen, ob wir da was machen können. So, thank you for inviting me to Weimarer Symposium. I am the first time here. And I will try to summarize some works of European institution working in beekeeping, and also summarize the threats, challenges, and perspectives of European beekeeping. Ja, danke für die Einladung, hier beim Weimarer Symposium sprechen zu dürfen. Das ist das erste Mal, dass ich dabei bin. Ich werde versuchen, die Arbeit verschiedener europäischer Institutionen im Bereich der Imkerei zusammenzufassen und ein bisschen auch einzugehen auf die Bedrohungen, die Gefahren und die Herausforderungen der Imkerei in Europa. So, I will try to keep this schedule. Firstly, I will introduce myself and then I will go through some basic information about the pest, changing in land use, pesticides, honey market and Apimondia and other organization activities. Gut, also ich werde zunächst mal mich selbst vorstellen, wer ich bin, was ich mache, wie es mit der Imkerei in der Slowakei aussieht, in Europa. Dann werde ich über Krankheiten und Schädlinge sprechen und schließlich dann auf einige Institutionen, vor allem Apimondia, eingehen. Last Congress of Apimondia, I was voted as a regional president for Europe of Apimondia, but in the same time I'm working in another federation, European federation, which is called Apislavia, and I am also the vice president of the Slovak Beekeeper Association, and I work also as a national representative in some other beekeeping federation in Europe, like APBA and BeeLife. Bei der letzten Versammlung von Apimondia wurde ich zum Regionalpräsidenten für Europa gewählt. Außerdem bin ich Generalsekretär der Apislava, des Apislava-Verbandes und Vizepräsident des slowakischen Imkervereinigung. Außerdem nationaler Vertreter einiger anderer Imkerei-Organisationen wie zum Beispiel EPBA und BeeLife. So here is the actual president of Apimondia, first time in the history of Apimondia it is American, and me. His name is Jeff Pettis. Also hier sieht man mich mit dem derzeitigen Präsidenten von Apimondia. Zum ersten Mal in der Geschichte der Organisation ist das ein Amerikaner. Er heißt Jeff Pettis. Apislavia is maybe a little bit unknown organization for you, but it is something that aim to create bridges between the western and eastern part of Europe. So in Apislavia meetings, the usually people speaks Russian, but yeah, from Apimondia view, yeah, we can work together. Apislavia ist vielleicht Ihnen weniger bekannt. Wir versuchen, Brücken zu bauen zwischen Osteuropa und Westeuropa. Wenn wir uns
in Osteuropa treffen, dann sprechen wir normalerweise untereinander Russisch, aber wir können natürlich auch mit Apimondia zusammenarbeiten. So, I attend some beekeeping events like Apimondia, Apislavia, also Eurobee. But in fact, I am a teacher. I am a teacher at the Slovak University of Agriculture. So my main occupation is teaching and extension work for beekeepers. Hier sieht man so einige Veranstaltungen, Imkerei-Veranstaltungen aufgelistet, veranstaltet von Apimondia, von Apislava, von Eurobee. Aber im Wesentlichen bin ich eigentlich, im Hauptberuf bin ich Dozent an der Slowakischen Landwirtschaftsuniversität und da versuche ich eben die Imkerei voranzutreiben. So, I am not from Slovenia, but from Slovakia. It is a former Czechoslovakia, which is located exactly in the heart of Europe. Also bitte die Slowakei nicht mit Slowenien verwechseln. Slowakei ist ein ehemaliger Teil der Tschechoslowakei oder ein Teil der ehemaligen Tschechoslowakei mitten in Europa. Und da komme ich her, aus der Slowakei. Just very short introduction, how we keep the bees in Slovakia. So the Slovakia is a rather smaller country. We have about 5.5 million of inhabitants. And from this number, around 80,000 people keep the bees. And the total number of hives in Slovakia is about 300,000. Eine kurze Einführung in die Imkerei in der Slowakei. Also die Slowakei ist ein recht kleines Land. Wir haben etwa 5.5 Millionen Einwohner. Davon 80.000 Imker, die insgesamt etwa 300.000 Bienenstöcke bewirtschaften. We believe that in area of Slovakia, the Carnica bee is autochthonous, is the original one. So by law, only Carnica subpopulation of Apis mellifera can be kept in our country. Wir gehen davon aus, dass die einheimische, die natürlich vorkommende Bienenart die Carnica ist. Und deswegen ist das auch die einzige Art, die rechtlich, bei der es erlaubt ist, sie zu halten. Alle anderen, die Haltung anderer Bienenarten ist verboten. Actually, we have 4 journals, periodical journals, magazines about the beekeeping here in Slovakia, and last year, 2019, we celebrated the 100th anniversary of the founding of the National Beekeeping Organization. Robert, would you mind going back to where you started? Because I'll speak about it now in German so people can actually see the magazines, the journals. Mm-hmm. Thank you. In der Slowakei gibt es insgesamt 4 unterschiedliche Magazine und Zeitschriften, die sich ganz speziell mit der Imkerei beschäftigen. Please go on. Und vor 2 Jahren haben wir dann das 100-jährige Bestehen der nationalen Imkereiorganisation gefeiert. We are trying to preserve our history of our beekeeping in our area in some open-air beekeeping museum. This is one of them near Bratislava. Zur Bewahrung unserer Imkerei-Tradition haben wir mehrere Imkerei-Museen. Hier sehen Sie einen Teil des Imkerei-Museums in der Nähe von Bratislava. The hive we use was based on Zander hives. The most common beehive in Slovakia we call simply bee type. It was created in 30s of last century. And the frame size is 42 and 27.5 centimeters.
Die häufigst, am häufigsten oder am weitest verbreitete Beute basiert auf der Zanderbeute und wir nennen sie einfach nur B-Beute. Sie wurde in den 1930er Jahren eingeführt und hat die Maße, die hier hervorgehoben sind, 42 x 27,5 cm. Most of the beekeepers use insulated hives. So they are double walled and some polystyrene or other insulating materials is between the walls. Die meisten Imker benutzen isolierte Beuten. Die haben also, die sind doppelwandig und zwischen den beiden Wandungen befindet sich dann meistens eine irgendeine Art von Isoliermaterial. So most of the beekeepers use this type of hive, but some of them has created also the half-size supers as a honey chambers. Die meisten Imker verwenden also diese Art von Beute. Einige haben aber dann sind dazu übergegangen, Zargen zu benutzen, die nur halb so hoch sind, die sie dann als Honigräume nutzen. There are also some other types of hives, including, of course, Langsrot and Dadant type of hives. Ja, es gibt natürlich noch andere Arten von Beuten, die eingesetzt werden, Langstroth zum Beispiel und andere. The main nectar flows in Slovakia comes from in the spring from maples and then of course rape, some black locust forests which are on the south. Then we have in some areas scattered lime trees. In some field, the beekeeper can found phacelia. And at the end of the season, it can be sunflower. I will come back. Die Haupttrachten, das fängt im Frühling an mit Ahorn. Dann haben wir Raps. Die Robenie, Linde, Phacelia und dann später im Sommer auch die Sonnenblume. Forests cover more than 40% of area of Slovakia. So a lot of beekeepers have located their apiaries there near the nature. Mehr als 40% der Slowakei sind von Wäldern bedeckt, sodass viele Imker in der Nähe von Wäldern oder auch in Wäldern ihre Bienenstände haben. From forest beekeepers usually harvest the honey from wild raspberry and of course honeydew, which is produced on spruce or fir trees. Die Waldimker nutzen vor allem die wilde Himbeere, aber auch Laushonig und Fichten sowie Tannen. Entschuldigung, Kiefern. So we are able to produce even the very dark black fir honeys here, which is very demanded, but yeah, just a very small amount. Wir sind sogar in der Lage, hier auch den sehr dunklen, sehr kräftigen Waldhonig zu produzieren, der sehr stark nachgefragt ist. Aber es gibt da natürlich nur ein ganz geringes Angebot. But of course, when you have a honeydew, you can have a problem with melatitos and cement honey in your frames. Wenn man Laushonig hat, dann kann man natürlich auch Probleme bekommen. Man kann das Problem des Zementhonigs bekommen. So, we are able to produce variety of honeys from pale, very light one, acacia one, to black one from fir. And the prices for honey for per one jar, so something close to 1 kilo, are around 6 to 8 euros. Und
Wir produzieren also, wie gesagt, eine Reihe von unterschiedlichen Honigen, von ganz hellen Honigen bis hin zu ganz dunklen Tannenhonigen. Und die Preise variieren dann irgendwo zwischen 5 bis 8 Euro. This price you can obtain by direct selling. Yeah, because if you sell it to the wholesalers, you will receive less than half. Das sind die Preise, die man durch Direktverkauf erzielen kann. Wenn man an die Großhändler verkauft, bekommt man nämlich nur noch nicht mal die Hälfte. The very good product which helps to the economy of Slovak apiary is the mead or honey wine. 30 years ago, just a few people know this product, but now hundreds and hundreds of beekeepers produce this honey wine. Ein sehr gutes Produkt, das auch wirtschaftlich sehr bedeutsam geworden ist, ist Met, also Honigwein. Vor 30 Jahren hat das kaum jemand gekannt, aber inzwischen wird es schon von Hunderten von Imkern hergestellt. So, it is well promoted. We receive a lot of medals on the competitions, so it has a good sound for our consumers, and a lot of people like it. Das wird also sehr stark auch beworben, hat auch schon einiges an Medaillen gewonnen, hat einen sehr guten Ruf und ist deswegen bei unseren Verbrauchern auch sehr beliebt. So there are several family businesses based on, bigger or industrial honey wine production. Es gibt einige Familienbetriebe, die auch durchaus größeren Umfangs sind und die sich auf die Produktion von Honigwein spezialisiert haben. Another specificum is that the beekeepers offer also the honey cakes. Traditionally, honey cakes are decorated, so they are sold mostly like a souvenir. Darüber hinaus gibt es noch ein anderes traditionelles Produkt, das sind die Honigkuchen. Die sind normalerweise dekoriert, deswegen werden sie häufig als Souvenirs verkauft. Another trend is that beekeepers offer the apiaries for sleeping. Yeah, this is something which came from Eastern Europe, where the people believe that the energy from the beehive can potent you by the vibration. So they are creating such mini bee houses when you can sleep inside on beehives. Ein weiterer Trend sind Übernachtungsgelegenheiten auf Bienenständen. Das ist ein Trend, der aus Osteuropa kommt, denn dort glaubt man, dass die Bienen Energie übertragen können auf den Menschen, dass es daher gesund ist, also dass über die Vibrationen Energie übertragen wird auf die Menschen. Und deswegen gibt es immer mehr Bienenstände, in denen solche kleinen Hütten als Übernachtungsplätze angeboten werden. Slovakia is the country which produced most of the demand of bumblebee for greenhouse pollination, because Koppert company based his production facilities here in Slovakia. In der Slowakei die Slowakei ist das Land mit der höchsten Nachfrage nach Hummeln für die Produktion in Gewächshäusern. Da besteht als eine sehr große Nachfrage und entsprechend wird auch der Bedarf. At the beginning it was a good cooperation because this company bought the pollen from beekeepers. Yeah, so it was a new market for beekeepers to provide the frozen pollen pellets for them, but actually they buy most of the need from abroad. Am Anfang war das eine sehr gute Kooperation zwischen diesem Unternehmen und den Imkern, denn das Unternehmen musste oder hat seinen Pollen von den Imkern gekauft in Form gefrorener Pellets.
Das ist leider jetzt nicht mehr so. Heutzutage kaufen die den meisten Pollen im Ausland ein. We have a few small institutions dealing also with honeybee research. But yeah, if somebody will be interested, I can give you more information about their specialization. Wir haben auch mehrere Bienenforschungsinstitute, die sind hier aufgelistet. Wenn Sie da Interesse haben, kann ich Ihnen gerne weitere Details zur Verfügung stellen. I provide for the Kolos Consortium the data from Slovakia about the colony bee losses. So we have launched the new season. And as you know, Kolos Consortium every year published the article about the share of winter colony losses in Europe. Ich liefere für das Kolos Consortium die Zahlen über die Winterverluste aus der Slowakei. Wie Sie wissen, wir haben jetzt die neue Saison begonnen und wie Sie wissen, stellt Kolos jedes Jahr die Zahlen der Winterverluste aus ganz Europa zusammen. It is not easy to say what is the worst factor influencing of winter colony losses. If we ask directly to beekeepers, most of them thinks that the main reason are diseases, including the firstly, varroatosis or varroosis. Then it is general problems from which the queen weakness and starvation and hunger of colonies take part. And also some beekeepers allocate these winter losses to poisoning. Es ist nicht so wirklich einfach festzustellen, welche Faktoren zur Wintersterblichkeit oder zu den Winterverlusten führen. Wenn man die Imker befragt, dann sind sehr viele der Meinung, dass Krankheiten eine große Rolle spielen, natürlich auch unter anderem die Varroosis. Außerdem meinen viele, dass die Schwäche der Königin und mangelndes Futterangebot zum Verlust von Völkern führen und wieder andere oder einige sind auch der Meinung, dass auch Vergiftungen durch Pestizide und so weiter eine Rolle spielen. So again, this spring, the beekeepers check the status of their colonies and oftenly they refer the losses. Ten seasons, we keep the level of colony losses under 10%, which is, let's say, acceptable. But last three seasons, we are growing and growing. And now, even in our countries, colony losses every year exceed 10% and now are somewhere near 18%. And we will see. What will be this season? Die Imker schauen sich jetzt natürlich zum Frühjahr ihre ganzen Völker an und erheben den Status, wo sie stehen. Und 10 Jahre lang haben wir mit Verlusten, Winterverlusten von etwa 10% gelebt und das war ja ganz in Ordnung soweit. Aber in den letzten 3 Jahren war es so, dass wir doch steigende Verluste hatten. Die liegen jetzt also deutlich über 10%, bei etwa 18%. Und wir müssen jetzt mal sehen, wie der Status in diesem Jahr aussieht. Most of the researchers and beekeepers believe that the main problem is the varroosis. As we know, in the 80s, even the presence of thousands of mites in one bee colony had not dramatic course. At the present, the bee survival threshold is considered to be 10%. So if any period of beekeeping year, the population of mites
exceed 1,000 ticks, more mites per 10,000 adult bees, the colony will sooner or later die. Der Hauptgrund, den Hauptgrund für die Verluste sehen die meisten Imker, wie auch die meisten Forscher, in der Varroa-Milbe. In den 80er Jahren war es ja so, dass wir mit einer Milbenlast von Tausenden von Milben durchaus leben konnten und die Bienen auch damit leben konnten. Inzwischen ist es so, dass etwa eine Varroa-Last von 10% normalerweise zum Verlust des Volkes führt. Also wenn pro 10.000 Bienen 1.000 Milben im Volk sich befinden, dann kann man davon ausgehen, dass früher oder später das Volk daran zugrunde gehen wird. The most lethal combination, according to several research, it seemed to be Varroa with acting together with deformed wing virus. Acting in combination with what? The cumulative effect of Varroa and deformed wing virus. And combination of these two. Mm-hmm. Die größte Gefahr scheint daher zu kommen aus einer Kombination aus Varroa-Befall und Befall durch den Virus, der zur Verkrüppelung der Flügel führt. Interestingly, we did the monitoring of viruses in Slovakia and most prevalent virus here is acute bee paralysis virus, not the deformed wing virus, as in other European countries. Wir haben uns mal angeschaut, welcher Virus in der Slowakei am häufigsten auftritt. Und das ist in der Tat nicht der Virus, der zur Verkrüppelung der Flügel führt, sondern der, der akuten Bienenlähmungsvirus. In Europe, two main approaches to varroa control exist with use of synthetic acaricides and, let's say, biotechnical methods or organic methods. In der Slowakei gibt es zwei Ansätze zur Behandlung auf Varroa. Einmal synthetische Mittel und andererseits biotechnische oder organische Mittel. Here in Slovakia, we are example of how the eastern part of Europe treat against the varroatosis. Here, down is the number of months. So 8 means August, 10 means November. And here we can see the main method used. So here, around October, we use the fumigation with amitraz. Yeah? But of course, 30 years ago, it was working. One treatment per year, and it was okay. But now, yeah, the colony will die. So we must do also in summer some action, mainly formic acids we use or oxalic acids. Hier sieht man, dass wir in der Slowakei genauso wie überall in Osteuropa die Bienen auf Varroa behandeln. Hier unten sind die Zahlen aufgeführt. Da steht eben 8 für August, 10 für Oktober. Und Sie sehen, dass dann die meisten Imker im Oktober behandeln, und zwar durch Begasung der Bienenstöcke mit Ameisensäure. Früher hat das gereicht, einmal im Jahr das zu machen, vor 30 Jahren. Heute reicht das leider nicht mehr. Heute müssen wir also zweimal behandeln, also auch einmal im Sommer. Entweder mit Ameisensäure oder mit Oxalsäure. As you can see, we treat the honeybee colonies also in December, when there is a broodless status of the bee colony, and we again use the amitraz, but in aerosol form. Wie Sie sehen können, behandeln wir die Bienen dann nochmal im Dezember, wenn sie brutfrei sind. Und auch da machen wir das in Aerosolform. There is a graphic according to data from Austria.
So I think Austria is representative of Western Europe approach, when in summer, around August, the formic acid is used, and in autumn, oxalic acid. Hier sehen Sie, wie die Situation in Österreich ist. Und ich denke, das ist schon so ein bisschen repräsentativ für die Situation im Westen allgemein, in Westeuropa allgemein, wo halt im Sommer mit Ameisensäure behandelt wird, im August so ungefähr, und im Herbst dann mit Oxalsäure. So, Slovak beekeepers perform several treatments per year. As we can see, the amitraz in fumigation on aerosol is used at least once by most of beekeepers. And then, here is the proportion of evaporation of formic acid, fluvarinate. They also use the Varomet and other methods. Hier sehen Sie, dass die allermeisten Imker in der Slowakei Amitraz einsetzen, entweder zur Begasung oder als Aerosol. Viele dann eben auch Ameisensäure durch Verdampfung, Fluvinate und Varomet wird auch sehr weit eingesetzt und eben auch noch andere Mittel. So, this is the aerosol use during the broodless season around the Christmas time. Das ist jetzt die Aerosolbehandlung zur brutfreien Zeit um Weihnachten herum. What we have very specific that we have registered also one Russian treatment. These are Ecopol strips. And they are long-lasting strips, and they are based on thymol and other essential plant extracts. So it's a biotechnical method. Außerdem haben wir, would you mind going back just one step, please? Außerdem haben wir noch ein russisches Präparat, das wir einsetzen. Ecopol-Streifen sind das. Das ist eine Langzeitbehandlung. Please go on to the next slide. Thank you. Das basiert auf Thymol und anderen Pflanzenextrakten, ist also eine biologische Behandlungsart. So it became, because it's easy to use and it has no bad smell as the other Thymol preparates, which are very strong odor. The beekeeper like it, and it has a growing use during the season. Es ist leicht einzusetzen und es stinkt auch nicht so wie andere Thymol-Präparate. Deswegen mögen die Imker das und es wird halt immer mehr eingesetzt. Of course, some beekeepers use also other biotechnical methods. We have also the beekeepers who do not use the synthetic treatment at all. Natürlich werden auch noch andere biotechnische Methoden eingesetzt von manchen Imkern. Es gibt Imker, die setzen überhaupt keine synthetischen Behandlungsmethoden ein. As you know, the last year, the researchers announced two new approaches, systemic approaches, which has never been used before in beekeeping. One of them is lithium chloride, and the second one is engineered symbionts, which are fed by bees, but we still wait how this new approach will be working. Wie Sie wissen, sind letztes Jahr von den Forschern zwei neue, ganz neue Ansätze eingeführt worden, die also vorher noch gar nicht bekannt waren. Das eine ist die Behandlung mit Lithiumchlorid und das andere sind künstlich geschaffene Symbionten, die dann den Bienen zugeführt werden. Und da müssen wir noch sehen, wie sich das Ganze entwickelt. So, the Colos Consortium every year publish the review or the list, which are the colony losses per country
And last article was joining this colonial losses also with the effect of a new queen on the risk of colony winter loss. Wie Sie wissen, veröffentlicht das Koloss-Konsortium jährlich eine Übersicht der Verluste an Völkern nach Land aufgeteilt. Und jetzt wird da auch unterschieden zwischen oder wird noch mit berücksichtigt bei der Ansatz der Grünen Imkerei. Das heißt also, wo man durchaus die Gefahr höherer Völkerverluste in Kauf nimmt. And we have found that of course the new queen and the regional line of bees has positive effect on the survival rate. Wir haben natürlich festgestellt, dass neue junge Königinnen und auch regional bereits eingeführte Bienenarten eine positive Auswirkung auf die Überlebensrate hat. In Slovakia every year appears some attacks by of bee apiaries by the honey bears, which are protected and rise it to a nice population. Jedes Jahr gibt es auch einige Angriffe durch Honigbären, die geschützt sind und inzwischen schon eine ganz beachtliche Population erreicht haben. Also, a lot of beekeepers has a negative experience with green woodpeckers or other woodpeckers, which digging the holes into the walls of the hive. Manche Völker machen auch schlechte Erfahrungen mit dem grünen Specht oder auch anderen Spechtarten, die tatsächlich Löcher in die Beuten hinein bohren. So the beekeepers cover the beekeeping beehives during the winter with nets. Über Winter decken viele Imker ihre Bienenstände oder ihre Bienen, ihre Beuten auch mit Netzen ab. We still do not know what is the proportion of trypanosomas and spiroplasmas on bee colony losses. So the most common trypanosomas in the beehive environment are these two. Wir wissen auch noch nicht, welchen Anteil Trypanosomas daran an den Völkerverlusten haben, hat. Auch Spiroplasma, da sind wir nicht sicher, wie hoch der Anteil ist. Und bei Trypanosomas, can you just go back? I haven't indicated yet the Trypanosomas. Das sind die beiden häufigsten Varianten von Trypanosomas, die auftreten bei den Bienen. Go on, please. And here are the spiroplasmas. The last year in Hungary, it makes a lot of worries because the spiroplasmas are the primarily plant enemies. So the bees and plants has enemies in commons. During the ripe blooming last year in Hungary, referred a lot of paralyzed bees, and what the samples has in common was the presence of spiroplasms. Und das sind die beiden häufigsten Spiroplasma-Arten. Letztes Jahr gab es in Ungarn da sehr große Probleme. Spiroplasma ist ja eigentlich ein Pflanzenschädling. Da haben also die Honigbiene und Pflanzen tatsächlich einen gemeinsamen Feind. Während der Rapsblüte war im vergangenen Jahr, kam es da wirklich zu sehr hohen Zahlen, zu einem sehr hohen Befall. What is interesting that the clinical symptoms are very similar to Nosema cerana. So the bees gutter in front of the hives, they cannot fly.
They prowl around the hive. Sorry, I didn't understand what the symptoms are similar to. Nosema serrane, nosematosis. But not the Nosema apis, but Nosema serrane. Was interessant ist, dass die Symptome der Nosematosis, also der Nosematosis serrani, sehr ähnlich sind. Das heißt, die Bienen fliegen nicht mehr, sie bleiben sind dann vor der Beute und verharren dort. As we know, we have also other invasive species in Europe, including this small hive beetle, Aetina tumida. Of course, we do not have it yet in Slovakia. Wir haben ja auch noch andere invasive Spezies in Europa, das ist bekannt. Zum Beispiel diesen Käfer, Aetina tumida, den haben wir zwar in der Slowakei noch nicht, aber in Europa ist er schon angekommen. But some beekeepers in Slovakia send us samples, because they were afraid that the Aetina tumida is here. And the first finding was that it was, these were larvae of this insects, which is called violet oil beetle, which has the larva on the flowers, and they jump in worker bee. Wir haben allerdings durchaus von besorgten Imkern Proben zugeschickt bekommen, weil sie sich wirklich Sorgen gemacht haben, dass diese Käferart schon in der Slowakei angekommen sein könnte. Was Sie hier sehen, ist allerdings ein Befall von einem Käfer, den wir als den violetten Ölkäfer bezeichnen. Der sitzt auf Pflanzen, legt dort seine Eier und die Larven gehen dann von den Pflanzen, von den Blüten auf die Arbeiterbienen über. And the second case that the beekeepers referred from the beehives was the scuttlefly, which lay down the larvae in the combs, as you can see here. It is the first occurrence in the area of Slovakia, because it is this fly is like the hot regions, yeah? But it came here already. Und der zweite Fall eines neuen Parasiten ist diese Fliege hier, die Scuttlefly Megaselia. Das ist das erste Mal, dass das in der Slowakei aufgetreten ist. Es ist eigentlich eine Fliege, die heiße Regionen bevorzugt, aber sie ist halt hier jetzt aufgetreten. Okay, another threat of the European beekeeping are changes in the land use. Of course, they are linked with the population increase on our planet. Eine weitere Bedrohung der Honigbiene stammt natürlich aus der veränderten Landnutzung. Und das steht natürlich dann wieder in engem Zusammenhang mit der der wachsenden Bevölkerung der Menschheit auf der Erde. So, the next 50 years, mankind, the people, will consume more food than in the previous 10,000 years in total. So there is the farmers must produce more and more from less and less field. In den kommenden 50 Jahren wird die Menschheit mehr Lebensmittel verbrauchen als in den vorangegangenen 10.000 Jahren insgesamt. Das heißt, die Landwirte werden immer mehr Lebensmittel herstellen müssen und das auf einem auf einer immer geringeren verfügbaren Landfläche. Yeah, so we see that the traditional family-based agricultural business is disappearing. In the European Union, every 3 minutes, one small farmer leaves this way of living. Deshalb verschwindet dann auch die traditionelle Familienbetrieb, der kleine Bauernhof. In der EU etwa verschwindet alle 3 Minuten ein derartiger Betrieb. Also alle 3 Minuten geht einer verloren. This is
another example how the food is now produced. These are regions in especially in Spain and in Morocco, from which the vegetables are imported to our shops. Das hier ist ein anderes Beispiel, wie sich das äußert. Das hier sind landwirtschaftliche Produktionsflächen, in, wie sie in Spanien und in Marokko aussehen. Da werden dann, wird Gemüse erzeugt, das dann auf unseren Tischen landet. Of course, in these enterprises, they do not need the help of honeybees. Yeah, sometimes the bumblebees. That's why also the bumblebee business is growing. Da werden dann natürlich die Bienen, die Honigbienen, nicht benötigt als Bestäuber. Zum Teil werden Hummeln benötigt und deswegen ist das eben auch, besteht da eine entsprechende Nachfrage nach Hummeln. In some areas of the world, the lack of pollinators is referred and some new approaches how to provide the pollinations for plants are on the table, including the drones. In manchen Weltregionen sind die Bestäuber schon sehr rar geworden und da sind dann neue Ansätze notwendig, um die Pflanzen zu bestäuben, bis hin zu Bestäubungsdrohnen. I think the best publication for confirming the politician and policy makers about the pollinators, yeah, and benefits of pollinators is this one publication which you can found and freely distribute, and you can find it on the webpage epbs.net. Ich denke, dass die beste Argumentationshilfe gegenüber Politikern und Entscheidungsträgerinnen durch diese Publikation geliefert werden. Die kann man frei herunterladen, ist öffentlich zugänglich, die darf man auch frei verbreiten. Man kann sie finden auf der Webseite ipbes.net. Also in European Union, we have some initiative how to help the pollinators. One of the most famous is the EU Pollinators Initiative, started in 2018. Dann gibt es in der EU auch einige Initiativen, um die Bestäuber zu schützen oder zu unterstützen. Die bekannteste darunter ist wohl die EU-Bestäuberinitiative, die 2018 eingeleitet wurde. So the priorities of these initiatives are improving knowledge of pollinator decline, tackling the causes of pollinators decline and raising awareness and society, promoting collaboration. Die Prioritäten sind, dieser Initiative sind die Kenntnisse über die, die Gründe für den Rückgang der Bestäuberdichte zu erkennen, die Gründe dann anschließend eben auch entsprechend zu bekämpfen und in der Gesellschaft das Bewusstsein zu stärken, um die Bedeutung der Bestäuber und die gesamte Gesellschaft mit einzubeziehen und in die Förderung und Unterstützung der Bestäuber mit einzubeziehen. So, on the webpage of the EU Pollinators Initiatives, you can find several materials, educative materials, and in the January of this year, they have issued proposal for an EU pollinator monitoring scheme. Auf der Webseite kann man unterschiedliche Materialien finden, auf der Webseite dieser Bestäuberinitiative. Und im Januar diesen Jahres wurde auch ein Vorschlag vorgelegt zur Beobachtung der Entwicklung der Bestäuber. So this proposal
is trying to harmonize the systematic monitoring of the status and trends pollinators across the European Union, and anybody, including the citizen scientists, the common people, can participate. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, die Überwachung der Bestäuber, die Überwachung ihres Staates und ihrer Entwicklung in der ganzen EU zu fördern. Und an dem Projekt können sich alle beteiligen, also auch Bürgerwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Of course, the main problem of today's beekeeping, or one of the main problems, is the lack of the foraging opportunities for bees. Das Hauptproblem der Bestäuber heutzutage, beziehungsweise eines der Hauptprobleme, ist natürlich der Mangel an angemessenen Futterpflanzen für die Bienen. So the concentration of land in the hands of fewer and fewer people is visible across the Europe, including the Slovakia. Yeah, we can compare the pictures taken in the 50s and now. Also insbesondere die Konzentration des Landes, des Landbesitzes in den Händen weniger Menschen schreitet ständig voran, sowohl in der EU als auch in der Slowakei. Wir können hier mal einfach zwei Bilder der gleichen Region, des gleichen Gebietes aus den 1950er Jahren und von 2010 miteinander vergleichen. Sieht sofort auf einen Blick, dass das sehr stark zusammengeführt wurde, zusammengefasst. So one of the main threat of the beekeeping today is the corporative ownership of the land. Eine der Hauptbedrohungen für die Imkerei heutzutage ist der Gemeinschaftsbesitz an Land. We have also some positive examples of initiative across the European Union, how to reduce nutritional stress, including flower strips, permissions to place honeybee colonies in forest, limitation hive load, so the total amount of bee colonies at one place, etc. I will not read everything. Wir haben auch ein paar positive Beispiele für Initiativen in der ganzen EU, um den Nahrungsstress für die Bienen zu verringern, zum Beispiel Blütenstreifen, dann die Erlaubnis, Honigbienenvölker in Wäldern zu bewirtschaften oder auch die Begrenzung der Anzahl von Beuten innerhalb eines bestimmten Bereiches. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, das sind halt nur ein paar Beispiele für solche positiven Initiativen. Last year was published interesting article about the potential of EU common agricultural policy measures to support wild pollination on farmland. It was a big theme, and I think it is worth to compare the measures which European Union offer for pollinators. Letztes Jahr wurde ein Forschungsartikel veröffentlicht, eine Analyse der möglichen Auswirkungen der gemeinsamen Agrarpolitik in der EU oder der möglichen Maßnahmen, um die wildlebenden Bestäuber in der Landwirtschaft zu unterstützen. Da wurden dann einige interessante Maßnahmen vorgeschlagen. Ich denke, das ist sehr wertvoll, sich das mal anzuschauen. Yeah, these are just the pictures from this review. And one of the most popular are field margins, which are not helping only the pollinators, but they provide also some erosion protection, water storage, but also nesting places for insects and pollen and nectar source. Das hier sind einfach so ein paar Bilder aus diesem Bericht, aus diesem Artikel.
Das populärste sind wohl solche Grünstreifen, solche Blumenstreifen. Die bieten übrigens nicht nur Bestäubern eine Nahrung, sondern sie tragen auch bei zum Erosionsschutz, zur Wasserspeicherung. Sie bieten Insekten Nistplätze und natürlich eben auch eine Nahrungsquelle für Bienen, für Bestäuber. Interesting example of the countryside, which is heaven for the bee, yeah, is the agroforestry approach. Ein interessantes Beispiel für landwirtschaftliche Nutzung, das wirklich das Paradies auf Erden für Bienen darstellt, ist sowas hier, diese Agroforstwirtschaft. Because as we know, the ideal countryside for pollinators is not the pure forest or pure agricultural land, but mixture of several biotopes. Wir wissen ja, dass für die Bestäuber die ideale Landschaft nicht aus ausschließlich Wald oder ausschließlich landwirtschaftlicher Nutzfläche besteht, sondern aus einer Mischung unterschiedlicher Biotope. And we know that the food can influence also the immunity of our bees, because even bees has in their stomach probiotics. And if they decline because of pesticides or monodiet, yeah, the bees will not have a sufficient immunosufficiency. Und wir wissen, dass die Nahrung auch das Immunsystem der Bienen beeinflussen kann. Ja, auch die Biene hat probiotische Stoffe im Magen. Und wenn die abnehmen aufgrund von Pestiziden, aufgrund einer einseitigen Ernährung, dann hat das eben auch bei der Biene negative Auswirkungen auf das Immunsystem. Again, here I have listed some good farmer and beekeepers partnership examples, including contract pollinations, bee patent project, bee friendly certification, protection of the local subspecies, and so on, including the shift from chemical to digital plant protection. Did you say from chemical to digital plant protection? Yes, yes. Okay. Such term exists. Yeah, digital plant protection. Okay. Hier ein paar Beispiele von guten Partnerschaften zwischen Landwirten und Imkern. Hier zum Beispiel die Bestäubung durch Wanderbienen, durch Wanderimker. Bee-freundliche Zertifizierung, Bee-PathNet-Projekt zum Beispiel, oder auch der Übergang von der chemischen zum digitalen Pflanzenschutz. So, this is the digital plant protection, meaning you use existing tools which can help you to protect your plants without chemicals. That means you can use chemicals only if there is a risk, real risk, that some pests will go into your fields, because majority of pesticides are placed on the field as a prevention. So sieht dann der digitale Pflanzenschutz aus. Da benutzt man eben vorhandene Technologien, um den Status eines Feldes zu erheben, um sicher zu sein, dass man Pflanzenschutzmittel nur dann ausbringt, wenn sie benötigt werden. Denn im Moment ist es so, dass Pflanzenschutzmittel eher präventiv mit der Gießkanne verteilt werden. There are some examples of autonomous robots, yeah, which for example here can limit the weeds on the field without the use of any chemicals. Es gibt auch Beispiele von autonomen Robotern, wie diesen hier, der in der Lage ist, Unkraut zu jäten, ohne dabei
chemische Stoffe einsetzen zu müssen. Yeah. Two years ago, I was a part of this AIP Agri Focus Group of European Commission, which was working together on the topic bee health and sustainable beekeeping. And I was member of team of so-called monitoring paper. So if as we seen, not even farmer have some digital tools. Also, beekeepers have some digital tools. How to measure some parameters inside the hive. So we can speak about the era of intelligent hive or even so-called genius hive, which provide for beekeepers the data from the beehive environment. Vor zwei Jahren war ich auch Teil der EIP Agri Gruppe, die von der EU-Kommission eingerichtet wurde und sich mit Bienengesundheit und Bienenwohl beschäftigt hat. Ich war Teil der Gruppe, die sich mit dem Paper Monitoring, also Überwachung, beschäftigt hat. Und wie Sie sehen, sind es nicht nur, you can go on please, to the next slide, thank you, sind es nicht nur die Bauern, die Landwirte, die digitale Mittel einsetzen, sondern auch die Imker verfügen durchaus über digitale Helferlein, die in der Lage sind, Parameter in den Bienenbeuten zu überwachen. Also wir haben dann im Prinzip schon etwas, was man als Smart Hive, als intelligente Beute bezeichnen könnte. So the intelligent hive provides the data for you and the genius hive can advise you what to do. This is the difference. Es gibt sogar etwas, was man als geniale Beute bezeichnen könnte. Die intelligente Beute würde im Prinzip nur Daten übermitteln, während die geniale Beute sogar noch Handlungsvorschläge macht. Das wäre dann der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen. But we know that it will be a hard way, yeah, because yeah, nature is so complex that I am quite skeptic about the Genius Hive setup. Aber wir wissen alle, dass das schon ein sehr schwieriger Weg wird dahin, denn die Natur ist so komplex, dass ich da eher skeptisch bin, dass wir da wirklich zu sinnvollen, hilfreichen Lösungen kommen können. But surely there will be European Union will invest some money into such devices. Aber es ist sicher, dass die EU einiges Geld in solche Geräte investieren wird. Another approach is certification be friendly, which you know also in Germany. Ein weiterer Ansatz ist certified be friendly. Das gibt es ja auch in Deutschland. Yeah, so this is the certification of the crop producers, farmers, which sign some rules that they will be, yeah, they will use only bee-friendly practices. Das ist also die Zertifizierung von Landwirten, die sich dazu verpflichten, nur bienenfreundliche Praktiken zu nutzen. There are also some projects about the urban beekeeping. Dann gibt es einige Projekte im Zusammenhang mit dem städtischen Imkerei. Now a few words about the contaminants, mainly pesticides. Jetzt vielleicht noch ein paar Worte zu Giftstoffen, zu Pestiziden. As we know, the amount of pesticides given to the field is dramatically lower, because in the 60s about more than 2 kilograms of pesticides was put it on the field. Now it is just about 75 grams per hectare, but they are much more concentrated poisonous. Wir wissen alle, dass die Menge an Pestiziden,
die heute ausgebracht werden, wesentlich geringer ist als etwa in den 60er Jahren. Seither ist das dramatisch zurückgegangen. Damals waren es ungefähr 2 Kilogramm, jetzt sind es 75 Gramm. Aber diese 75 Gramm haben es in sich, die sind nämlich wesentlich stärker konzentriert als das, was wir in den 60er Jahren hatten. The most harmful to the bees are pesticides, which has a systemic action, but also fungicides, acaricides and other pesticides. Die schlimmsten Gifte für die Bienen sind solche Pestizide, die systemische Wirkung zeitigen, aber auch Fungizide, Acarizide und andere. Yeah, the problem can be caused also by plants which are not flowering plants, so another pesticides can be used for them, but as we know also for mice, the bees collecting pollen from it. Das Problem kann sogar im Zusammenhang stehen mit Pflanzen, die überhaupt nicht blühen, aber natürlich auch zum Beispiel mit Mais, also wo Bienen tatsächlich sammeln gehen. Again, there is a lot of examples of good practice how to apply the pesticides on the field, but we do not have a time to go point by point, but yes, such example exists. Auch hier gibt es eine Reihe von Beispielen guter Praktiken, wie entsprechende Pestizide aufs Feld gebracht werden können. Wir haben jetzt nicht die Zeit, durch all diese Punkte durchzugehen, aber es gibt solche Beispiele. I think the most common in Europe is that the pesticides cannot be sprayed into flowering plants only by night. Ich denke, das Beste in der EU ist, dass Pestizide nicht tagsüber in blühende Pflanzen, auf blühende Pflanzen gesprüht werden dürfen, sondern nur nachts. There is also one approach to total ban of all synthetic pesticides. Maybe you hear about the Save Bees and Farmers Initiatives. Es gibt auch den Ansatz, die synthetischen Pestizide voll und ganz zu verbieten. Vielleicht haben Sie da von den Initiativen Save Bees and Farmers, also Rette die Bienen und die Landwirte, gehört. Because we know that the beekeepers did a lot of effort to ban some harmful pesticides. And we were lucky that in 2013, EFSA published guidance of the risk assessment of plant protection produced on bees. And even this regulation has already 8 years, never was used. Wir wissen, dass die Imker natürlich sich sehr angestrengt haben, die Pestizide zu bekämpfen. Und obwohl wir auch 2013 bereits einen Bericht von der EFSA hatten, der auf die, der hin einen Leitfaden gab zur Nutzung von Pflanzenschutzmitteln. Und obwohl das schon jetzt 8 Jahre her ist, ist das nie umgesetzt worden. Yeah. And we see that even in Europe, some lobby groups are trying to lowering the standards of protection goals for risk assessment of pesticide for bees. Und wir sehen auch, dass es in Europa einige Lobbygruppen gibt, die versuchen tatsächlich die Standards für die Schutzziele bei der Risikobewertung von Pestiziden gegenüber Bienen zu senken. So, this is the logo of Initiative Save Bees and Farmers. We need 1 million signatures. If the organizers will collect 1 million signatures, the European Commission
must start the process and start to talk about this proposal. Das ist das Logo dieser Initiative Save Bees and Farmers. Wenn wir 1 Million Unterschriften zusammenbekommen, also das ist unser Ziel. Wenn wir 1 Million Unterschriften zusammenbekommen, dann muss die EU-Kommission diesen Prozess in Gang setzen, sich damit zu beschäftigen. As I told, this project is very ambitious because they ask that by 2030 the use of synthetic pesticides will be gradually reduced by even 80%, and by 2035 agriculture in the entire Union shall be working without synthetic pesticides. Das ist ein sehr ehrgeiziges Programm, denn wir zielen darauf ab, dass bis zum Jahr 2030 der Einsatz von Pestiziden, synthetischer Pestizide in der EU um 80% gesenkt wird und bis 2035 die synthetischen Pestizide ganz aus der europäischen Landwirtschaft verschwinden. And this initiative asks also that farmers must be supported in the necessary transition towards to agroecology. Und die Initiative ruft auch dazu auf, die Landwirte entsprechend zu unterstützen während diesem Übergang zu einer pestizidfreien biologischen Landwirtschaft. So, the last point for the threats, challenges and perspective is the honey market, because we face on the honey market adulteration, which severely is dealing with the profitability of beekeeping operations. Und die letzte Herausforderung im Zusammenhang mit der Imkerei ist der Honigmarkt, denn dort erleben wir Honigverfälschung und das hat natürlich Auswirkungen auf die Profitabilität der des Imkereibetriebes. We know that the European Union is the main importing market in the world. Wir wissen, dass die Europäische Union der wichtigste Importmarkt für Honig weltweit ist. Today most of the honey comes from China and Ukraine. Heute kommt der Großteil des importierten Honigs aus China und der Ukraine. As we see on this map, the honey market is really global. Yeah, and once the honey is put on the drum, nobody sees the way when he goes. Wie wir hier sehen können, ist der Honigmarkt ein voll globalisierter Markt. Und wenn der Honig einmal aus der Schleuder kommt, dann kann man seinen Weg eigentlich gar nicht mehr verfolgen. Also here is the graph showing the honey trade flows between the countries, but it is just for as a curiosity. Auch hier sieht man nochmal den Honigfluss zwischen den verschiedenen Ländern, aber das ist eigentlich mehr so als Kuriosität gedacht. The cost of production for 1 kilogram of honey, the average in European Union, is somewhere around 3 euros. So the beekeepers here cannot sell the honey, even wholesale, less than 3 euros. Die Produktionskosten für Honig in der EU liegen im Schnitt bei etwa 3 Euro. Das heißt, die Imker in der Europäischen Union können ihren Honig auch an Großhändler nicht für weniger als 3 Euro abgeben. Sometimes we see the situation here in the eastern part of Europe that the wholesalers do not offer even 2 euros per kilogram. Und wir sehen, dass hier in Osteuropa zum Teil die Großhändler noch nicht mal 2 Euro pro Kilo bieten. So, on the market, it is expected that about 1/3 of the honeys in the market was changed. Yeah, it is not real honey. There was a sound problem. I didn't hear what percentage is adulterated. Did you say 1/3? 1/3.
One-third, okay, thank you. Es wird, man geht davon aus, dass etwa ein Drittel des Honigs auf dem Markt verfälscht ist. The problem is that the methods registered or accredited for searching for the honey adulterants cannot discover it. Yeah, the current methods cannot discover the falsification or adulteration of the honey. Das Problem ist, dass die derzeit angewendeten Methoden zur Erkennung der Honigverfälschung nicht geeignet sind. Damit kann man Honigverfälschung nicht nachweisen. So if we would like to discover or what is the real situation on the market, we must use very expensive methods and combination of methods, usually combination of nuclear magnetic resonance with mass spectrometry. Wenn wir die tatsächliche Situation am Markt wirklich ermitteln wollen, dann müssen wir sehr teure Methoden einsetzen, in der Regel Kernspintomographie in Kombination mit Massenspektronomie. But some of the methods are not accredited as the official ones. Aber zum Teil sind diese Methoden noch nicht mal als offizielle Methoden anerkannt. Nuclear magnetic resonance is a very expensive method. You can see how big tool you need. Die Kernspintomographie ist außerordentlich kostspielig. Sie sehen, wie groß die Gerätschaften sind, die Sie dazu benötigen. Also, we face on the European market also with adulteration of beeswax, not only the honey. Und es wird in der Europäischen Union auch nicht nur der Honig verfälscht, sondern auch das Bienenwachs. So, you probably noticed that even the European beekeepers, even the Apimondia, try to focus on this problem. In January 2020, Apimondia published the third edition of Apimondia Statement on Honey Fraud. Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass in der EU sowohl die Imker als auch Apimondia sich sehr stark auf dieses Thema der Honigverfälschung und des Honigbetrugs gestürzt haben, sich sehr stark darauf konzentrieren. Und im Januar 2020 hat Apimondia eine Stellungnahme zum Honigbetrug herausgegeben. Also in the same time was published also the Copacogeca position paper on the European honey market and action plan to rectify the alarming situation on honeybee market. Gleichzeitig wurde auch das Positionspapier von Copacogeca zum europäischen Honigmarkt und zu einem Aktionsplan zur Bereinigung der alarmierenden Situation auf dem Honigmarkt herausgegeben. So everybody who is interested to have more information about this problem can found these two position paper on the net. You can freely translate it and send it to anybody. Jeder, der also an weiteren Informationen zu dem Thema interessiert ist, kann diese beiden Positionspapiere im Netz finden. Man darf sie auch frei herunterladen, übersetzen, verbreiten. Das darf man also problemlos machen. In the autumn, we have organized here in Slovakia online conference called the Honey Fraud Industry, where very famous speakers was invited, including the Apimondia president Jeff Pettis, Etienne Bruno, who is the president of Apimondia Commission on Beekeeping Technology and Quality, Juraj Majtan, who is dealing with the antimicrobial properties of honeys, and including Norberto Luis Garcia. He is working for Apimondia as well, and he is the author of the Apimondia position paper.
Im vergangenen Herbst haben wir in der Slowakei dann eine Konferenz mit dem Titel Die Honigbetrugsindustrie oder die Honigbetrugsbranche organisiert. Da nahmen unter anderem teil der Präsident von Apimondia, Jeff Pettis. Es hat teilgenommen Juri Maitan, der ein mikrobiologisches Paper herausgegeben hat. Und es hat teilgenommen der Leiter der von Entschuldigung, who was the last person who participated? Professor Norberto Garcia. Garcia, and he is who? From Argentina. From Argentina. Professor Garcia aus Argentinien hat ebenfalls noch an der Konferenz teilgenommen. This conference, the video stream is still available and it is available in 5 languages, including the German. Und die Beiträge zu dieser Konferenz sind noch immer verfügbar in 5 verschiedenen Sprachen, darunter auch Deutsch. But because the organizers spend hundreds of euros for it, it is the paid access. Allerdings, die Konferenz war sehr teuer, deswegen ist der Zugriff auf diese Daten kostenpflichtig. The Juraj Maitan he is the Slovakian who work on antimicrobial potential of honey, and he provide for beekeepers these quality marks, taking into account the antibacterial potential of honey. So by this certification, your honey can be sold like gold, silver, or bronze honey. According to the antibacterial properties. Und Juraj Maitan, der ja dieses Paper zu den antimikrobiologischen Potenzial von Honig herausgegeben hat, der hat auch eine Klassifizierung geschaffen des Honigs, je nach den antimikrobiologischen Eigenschaften in Gold, Silber. Bronze. For the purposes of this conference, he was testing the honeys taken from the supermarkets and honeys taken from the hobby beekeepers. So here is the antibacterial potential the honeys taken from shops, and you can see these black ones has no antibacterial properties. Er hat auch die antibakteriellen Eigenschaften von Honigen aus Supermärkten und direkt von Imkern verglichen, von Hobby-Imkern. Und wie Sie sehen können, haben die Honige aus den Supermärkten keine, was hier schwarz ist, das bedeutet keine antibakteriellen Eigenschaften. If he measured the antibacterial potential from honeys taken directly from the beekeepers, we can see that a lot of gold, silver, or bronze, levels he was able to detect. Und bei der Untersuchung der Honige von Hobby-Imkern, da wurden dann doch sehr viele Honige gefunden, die den Status Gold, Silber oder zumindest Bronze erreicht haben. Okay, and at the end I will try to summarize the Apimondia activities. Zum Schluss würde ich gerne noch die Aktivitäten von Apimondia kurz zusammenfassen. As you know, the last Apimondia Congress was held in Montreal in 2019. Wie Sie wissen, fand der letzte Apimondia-Kongress 2019 in Montreal statt. Here is the opening ceremony. I will just show you some picture for those who was not able to attend it. Hier die Eröffnungsfeier. Ich werde da nur ein paar Bilder zeigen für diejenigen, die es nicht geschafft haben, dahin zu fahren. Apimondia include also the so-called World Beekeeping Awards grading, so the medals were
for best honey usually. Apimondia hat ja auch die Auszeichnungen für die Weltimker, also die besten Imker der Welt, sprich den besten Honig in der Regel. As if you remember, there was a big scandal during this World Beekeeping Awards because the half of the samples was kicked off because of some signs that they are not real pure honey. Who was kicked off? Half the participants? Half of the samples of the honey. Half the sample. Was samples. Not allowed okay. to be participant. Mm-hmm. Vielleicht erinnern Sie sich auch, es gab einen Skandal. Es wurden ja die Hälfte der Honigproben gar nicht zugelassen, weil sich herausgestellt hat, dass es kein reiner Honig war. Ja, yeah. Here is the API Expo, so the show of the beekeeping equipment. Hier die API Expo, also die Gerätschaften der Imkerei, die dort ausgestellt wurden. Of course, many people attend the Apimondia Congresses because of this is one of the biggest beekeeping conference. Viele reisen natürlich zum Kongress, weil es eine der größten Imkerei-Konferenzen überhaupt ist. And also the place where to meet, to have a fun, and also to be part of some excursion. Und es ist natürlich auch ein Ort der Begegnung, ein Ort, an dem man Spaß haben kann und natürlich auch einige Ausflüge mitmachen kann. There was a bid for Apimondia organization in 2023. Two countries were applying. It was Ethiopia and Chile. And as you know, in 2023, Apimondia will be in Chile. Es gab dann zwei Bewerbungen, große Bewerbungen zweier unterschiedlicher Länder für den nächsten Kongress 2023. Die Bewerberländer waren Äthiopien und Chile und wie Sie wissen, findet der nächste Apimondia Kongress dann 2023 in Chile statt. As I already mentioned, with the help of Apimondia and promotion of Apimondia, we organize here in Slovakia online bee conferences, and you see that a lot of distinguished people took the lessons. If you are interested, they are listed on this webpage beeconf.com. Wie ich bereits gesagt habe, haben wir in der Slowakei mit der Hilfe von Apimondia eine Reihe von Online-Konferenzen durchgeführt, bei denen auch sehr prominente Teilnehmer sich beteiligt haben. Und wenn Sie daran interessiert sind, dann können Sie das hier finden auf dieser Webseite beeconf.com. One of the most interesting plenary session in Apimondia in Montreal was the speech of Thomas Seely, speaking about the so-called Darwinian beekeeping. Einer der interessantesten Beiträge bei dem Kongress oder der Konferenz in Montreal war der Beitrag von Professor Thomas Seely, der über das sogenannte Darwinsche Imkerei gesprochen hat. And I would like to announce that for those who was not able to attend, we have the lessons for you at the same page, and they are free of charge. Und für alle diejenigen, die keine Gelegenheit hatten, da teilzunehmen, kann ich sagen, dass wir die Beiträge auf derselben Webseite zur Verfügung stellen, und das ist kostenfrei. Yes, so already there is a video stream from the speech of Thomas Seely about the Darwinian beekeeping. And yesterday was another interesting speech from Professor Marla Spivak from Minnesota. And the topic was how honeybees keep themselves healthy. Das Video von Professor Seely zur
Darwinschen Imkerei ist bereits verfügbar. Und gestern kam noch ein neues dazu von Professor Spivak aus Minnesota zum Thema, wie Honigbienen sich gesund halten. They are in English or in English subtitles. Unfortunately, lessons are not translated into German. Leider ist das nur auf Englisch oder mit englischsprachigen Untertiteln verfügbar. Das ist nicht ins Deutsche übersetzt. Last year we have published in Apimondia one FAO bulletin, which is called Beekeeping Contributes to Achieve the Sustainable Development Goals. Again, you can find it on the Apimondia webpage or FAO webpage, and this free for use. Letztes Jahr haben wir dann etwas produziert, das sich bei Apimondia, das sich mit dem Thema beschäftigt, wie die Imkerei zur Entwicklung oder zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele in der Entwicklung beiträgt, und auch das kann man herunterladen. Also for everybody who is interesting to know more about the work of Apimondia, ask your beekeeping association for link to join the so-called Apimondia open house. At least twice a year we do the so-called Apimondia open house, so we can meet together in the online environment. Und wenn Sie an weiteren Details zur Arbeit von Apimondia interessiert sind, dann fragen Sie bitte den Link an für den Zugang zum sogenannten Apimondia Open House, also dem Tag der offenen Tür, den wir zweimal im Jahr durchführen, mindestens zweimal im Jahr. Und da kann man dann sich austauschen, über einen Online-Zugang an dieser Online-Konferenz eben auch teilnehmen. The last one was in March 2021, so just a few days ago. And there was announced that Apimondia Congress in Russia will be postponed to the next year, and it will be held in between 22 and 27 August of 2022. Wie Sie sehen, war der letzte Tag der offenen Tür bei Apimondia am 27. März, also gerade vorbei. Dabei wurde auch beschlossen, den Apimondia Kongress, den nächsten, auf nächstes Jahr, 22. bis 27. August 2022, zu verschieben. But the next Apimondia in Chile will be not postponed. So there will be just one year gap between the Russia Apimondia Congress and Chilean Apimondia Congress. Deswegen wird aber der Kongress in Chile nicht keineswegs verschoben. Es wird also da nur einen einjährigen Zeitraum geben zwischen diesen beiden Kongressen. 22 in Russland, 23 in Chile. So those who was participating in this meeting, we were speaking about the selection process for appointment of communication specialist via Apimondia. So we would like to hire a person who will work with social media to promote more the Apimondia work. We were speaking about the World Bee Day celebration, updates on the modification of the European Honey Directive, and so on. Für diejenigen, die nicht daran teilnehmen konnten, an diesem Tag der offenen Tür, da haben wir über den Auswahlprozess für die Ernennung eines Kommunikationsspezialisten bei Apimondia gesprochen. Also wir wollen da jemanden einstellen, ernennen, der sich mit sozialen Medien auskennt und da ein bisschen die Arbeit von Apimondia ein bisschen mehr in die Welt tragen kann. Dann haben wir gesprochen über die Vorbereitung zu den Feierlichkeiten anlässlich des Weltbienentags 2021 und auch Updates zur Veränderung, zur Überarbeitung der europäischen Honigrichtlinie und der ISO-Richtlinien und so weiter. So, on the webpage of Apimondia, you can find information about the upcoming events. You can find also some leaflets which you can use, and you can
you can visit also this page, World Bee Day, when you will have some toolkit how to celebrate this World Bee Day. I need 1 minute pause. I will be back. Auf unserer Webseite können Sie dann einige sehen, welche Veranstaltungen als nächstes anstehen. Sie können einige Broschüren herunterladen und Sie können auf diese Seite gehen hier, die Ihnen Anregungen gibt, was Sie anlässlich des Weltbienentages machen können. Und dann hat Herr Klebo um eine kurze Auszeit gebeten. Okay, I am back. Sorry for it. Und schon ist er wieder da. Sorry. Okay. So remember that May 20 is our World Bee Day and try to promote the beekeeping around the society. Ja, also nicht vergessen, 20.05. ist der Weltbienentag und da sollten wir versuchen, die Biene und ihre Interessen doch ein bisschen mehr publik zu machen. Yeah. The honey breakfast is also a nice tool how to be positively performed by the community. So from 2011 we follow the Slovenian tradition of so-called honey breakfast. Das Honigfrühstück ist auch eine schöne Möglichkeit, das Interesse an den Honigbienen zu fördern. Seit 2011 haben wir diese Tradition, die wir in der Slowakei seither aufrechterhalten, dieses Honigfrühstücks. So in November we visit the kindergartens and offer the children, yeah, honey for breakfast and also some speeches. Das heißt, im November gehen wir dann in die Kindergärten und bieten den Kindern zum Frühstück Honig an und erzählen noch ein bisschen was. And I see you have a good beekeeping school in Germany, so I would like to promote also our beekeeping school. We have it in the central town of the Slovakia, in Banská Bystrica. Annually, we teach hundreds of all adult or young beekeepers, so we are looking forward to have a further cooperation also with your beekeeping schools. Ja, ich sehe, dass Sie ja sehr gute Imkerei-Schulen haben. Deswegen würde ich gerne auch erwähnen, dass wir auch sowas haben. Wir haben eine Imkerei-Akademie in Banská Bystrica, wo wir hunderte von angehenden Imkern schulen, Erwachsene, aber auch Jugendliche. Wir freuen uns darauf, auch ein bisschen vielleicht mit den Akademien und Schulen in Deutschland zusammenzuarbeiten. We have organized already twice international meeting of young beekeepers. So I'm quite sure that also the Germany has participated in it. Wir haben schon zweimal internationale Imkereitreffen oder Treffen junger Imker und Imkerinnen veranstaltet und ich bin sicher, dass auch Deutschland sich da jeweils dran beteiligt hat. Unfortunately, last year even in Slovenia was postponed again because of the COVID situation. Leider musste das letztes Jahr in der Slowakei dann doch auch ausfallen wegen Covid. I am looking forward again to meet personally. The last meeting I had with the European beekeepers was in February last year in Graz, when there was a meeting of the EPBA members. EPBA is a European Association of Professional Beekeepers.
Ich freue mich schon darauf, wieder mit internationalen Kollegen und Kolleginnen zusammenkommen zu dürfen. Das letzte Mal, dass ich Gelegenheit hatte, war im Februar 2020 in Graz. Da gab es eine Versammlung von EPBA. Das ist eine europäische Vereinigung von Berufsimkern. I think in 2016 was the EPBA meeting in Donaueschingen. And I have very good memories of I was participating on it. Ich glaube, 2016 hat die Bienenmesse in Donaueschingen stattgefunden. Da habe ich sehr schöne, sehr positive Erinnerungen daran und habe mich gefreut, daran teilnehmen zu können. But it was one of the few possibilities to meet the German beekeepers till now. Also für mich war das bislang eine der wenigen Gelegenheiten, deutsche Imker persönlich zu treffen. And as I understood, you were already talking about the bee life work. Sie haben ja schon, wenn ich das richtig sehe, über die Arbeit von BeeLife gesprochen. Now is the time for negotiation with our representatives in European Parliament and it is a time to influence the common agricultural policy to be friendly for the pollinators. Jetzt ist es an der Zeit, mit unseren Vertretern in Europa, im Europäischen Parlament zu sprechen und die gemeinsame Agrarpolitik dahin zu beeinflussen, dass sie Bienen- und Bestäuberfreundlicher wird. Yeah, BeeLife also proposed so-called pollinators index as a indicator for the CAP. BeeLife hat auch einen Bestäuberindex geschaffen, um die gemeinsame Agrarpolitik entsprechend zu informieren. So, I think also BeeLife is very good source of information for the further European cooperation. So, it is worth to visit from time to time their pages. Ich denke, BeeLife ist auch eine gute Informationsquelle für Informationen zur europaweiten Zusammenarbeit. Ich denke, daher ist es auch sinnvoll, immer mal wieder auf der Webseite vorbeizuschauen. And I see that the limit for my presentation and duration is exactly now. So thank you for listening. And thank you, Bernd, for a perfect translation. And I'm happy to be with you. Ja, ich sehe, dass die Zeit ja auch gerade vorbei ist. Ich bin am Ende meiner Präsentation, aber auch am Ende der Zeit angekommen. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich habe mich gefreut, hier dabei sein zu dürfen. Ja, lieber Robert, vielen Dank für diese sehr instruktive Präsentation, für deinen Charme und für den Einblick, den du uns in deine Arbeit gegeben hast. Well, dear Robert, thank you very much for this presentation, for your charm and for giving us this insight into your work. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich vorhin die Slowakei mit Slowenien verwechselt habe. Das tut mir leid. Und eigentlich hätte es nicht passieren dürfen, denn ich habe an eurer wunderbaren Konferenz teilgenommen, habe sie bewundert und habe mir die Frage gestellt, wie schaffen diese Jungs das, diese Konferenz in 5 Sprachen gleichzeitig zu übertragen? I'm sorry for having confused Slovenia with Slovakia or Slovakia with Slovenia earlier on. It's something unforgivable. It shouldn't have happened, particularly because I participated in your conference, which was so very instructive and where I really admired you and was really wondering how do these guys manage to hold this in 5 languages simultaneously? Und wenn ich jetzt höre, dass die Konferenz sehr teuer war, dann verstehe ich das. Meine Konferenzen sind nämlich auch immer sehr teuer. And if I hear that your conference was extremely expensive, then I can understand that because mine are always very expensive as well. Ich habe rechtzeitig den Link von deiner Konferenz
an die Community der Armbruster Imkerschule weitergeleitet. Und ich weiß, dass zahlreiche Personen daran teilgenommen haben. Und ich kann jetzt den Kauf des Zugangs zu diesen Vorträgen nur allen dringend ans Herz legen. I have made the link to your conference available to the Armbruster community early on, and I can only say that it's well worthwhile, and I can only recommend everybody to purchase the access link. Ich bin dankbar, dass du die Initiative Save Bees and Farmers erwähnt hast. Darüber haben wir ja gestern mit Professor Weiger gesprochen. Ich kann auch hier nur alle daran erinnern, wer noch nicht unterschrieben hat, möge das doch bitte tun. Deutschland hat sein Quorum zwar erfüllt, wir bräuchten jetzt noch 3 Länder, die das Quorum auch erreichen, dass diese Bürgerinitiative die Europäische Kommission dazu nötigt, sich mit diesem Thema beschäftigen zu müssen. Die Armbruster Imkerschule ist übrigens Mitglied im Trägerkreis. Thank you very much for mentioning the Save Bees and Farmers initiative that we've spoken about with Professor Weiger already. It would be good if anybody who hasn't signed yet could do that. Okay, Germany has met its quorum already, and we now lack another 3 countries in order to force the Commission's hand so that they have to take a closer look at this citizens' initiative. By the way, Armbruster is one of the sponsors of this initiative. Jetzt möchte ich auf den Teil deines Vortrags zur Honigverfälschung eingehen. Du hast ja über 2 Methoden gesprochen, nämlich über die NMR-Methode und über das Massenspektrometer. Ich habe ja hier in Deutschland auch 23 Honige gekauft und habe sie bisher mit NMR untersuchen lassen und bin jetzt noch nicht mit den Ergebnissen an die Öffentlichkeit getreten, weil der richtige Moment für die Veröffentlichung noch nicht gekommen ist. Ich würde dich gerne fragen wollen, inwieweit die Untersuchung nach dem Massenspektrometer denn jetzt so stabil ist und so anerkannt ist, dass man sich auf die Ergebnisse dann stützen kann. I'd like to get back to the part of your presentation where you spoke about honey adulteration. You mentioned 2 methods of detection, NMR and mass spectrometry. And I bought 23 different honeys myself, had them analyzed with NMR, with the NMR method, but not yet with the mass spectrometry. The results are, I haven't published them yet because the time is not yet right. But I have a question on the mass spectrometry. Are the results sufficiently stable, sufficiently reliable to trust them? It is, some black box, because the databases of reference samples are in private hands. And if we will be able to provide the public database of reference honey samples, yeah, it will be a nice tool. But till today, we do not trust it as well, because yeah, the reference database is not a public one. Das ist so ein bisschen eine Blackbox, denn die Referenzdatenbank, die Benchmark quasi, die als Basis dient für die Beurteilung dieser Methode, befindet sich in Privathänden. Und deswegen wissen, das ist halt nicht öffentlich, wir wissen nicht, wie gut die Methode ist, und deswegen können wir sie ihr selber auch noch nicht trauen. Wenn das diese Referenzdatenbank mal öffentlich gemacht würde, dann könnte man das analysieren, dann wüssten wir, wie zuverlässig die Methode ist, aber im Moment können wir selber auch nicht über den Weg trauen. Aber wenn ich jetzt diese 23 Samples von der einzigen Firma, die in Deutschland diese Untersuchung macht, untersuchen lasse, dann wird natürlich die Datenbank erweitert, aber was nützt mir ein Ergebnis, das nicht so stabil anerkannt ist, dass ich dagegen vor Gericht ziehen kann.
Well, but if I take the 23 samples in Germany, have them analyzed by the only company in Germany that performs this type of test, the mass spectrometry test, what good will that be? If I have, it will extend the database for the company, yes, very well, but what good is it to me if I can't use the results to, if necessary, go to court with them? I was thinking you are speaking about the nuclear resonance. So you were speaking about the other methods, yeah? Yes. Moment mal, ich habe jetzt gedacht, dass Sie von der MNR-Methode gesprochen haben. Sie haben jetzt von der anderen Methode gesprochen, richtig? Jawohl. Yeah, if the second yes, method... I was speaking of spectronomy now. So the second method, this spectrophotometry, is recognized. It is a valid method. Nein, die zweite Methode, die Spektronomie, ist anerkannt. Das ist eine valide Methode. Da haben wir aneinander vorbeigesprochen. Okay, super. Da, gut, dass das geklärt ist. Der Chat ist offen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ihr könnt jetzt hier gerne Fragen an Robert stellen. All right, good that we should have clarified that. Well, the chat is open now for anyone to ask questions. Und bis die erste Frage reinkommt, möchte ich mit der nächsten Frage an Robert kommen. Wie ist die Ausbildung der Imkerinnen und Imker in deinem Land geregelt? Wie viele Imkerschulen gibt es? Sind sie staatlich? Sind sie privat? Before we get the first question in the chat, I would like to continue by asking this question. How is beekeeping trained in your country? How many schools are they? Are they public or private? So we do not have study specialization in beekeeping. So you cannot study as a professional beekeeper. Yeah. You can attend only the courses. Yeah? These courses are external one. So we do not have internal teaching so these are just courses, yeah? not the regular study specialization. Also wir haben gar keine spezielle formelle Imker-Ausbildung in der Slowakei, sondern nur einzelne Kurse, und zwar externe Kurse, keine internen. Also es gibt da keine formelle Ausbildung, sondern nur einzelne Kurse. So everybody who wants can attend 2 years long course, at least or minimum once per month. They have 2 days meetings. Also jeder, der möchte, kann einen zweijährigen Kurs belegen, wobei bei einem solchen Kurs wenigstens einmal im Monat man für 2 Tage zusammenkommt. And at the end, they can receive the diploma that they have studied beekeeping specialization. Und am Ende kann man dann ein Diplom bekommen, das nachweist, dass man Imkerei gelernt hat. But of course, simultaneously, there are also shorter courses for beginners. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch für Anfänger kürzere Kurse. Gibt es ein Gremium bei euch, das die Lerninhalte festlegt? Ist es eine body or institution that determines what needs to be taught in those courses? Yeah, well, there is a group of teachers across the Slovakia, and yeah, they met, they have prepared several years ago the curriculum. Yeah, but yeah, every year the curriculum is innovated. Ja gut, es gibt halt eine Gruppe von Lehrern, die sich zusammensetzen und darüber sprechen. Es wurde also schon vor Jahren ein Curriculum festgelegt, aber jährlich gibt es eben eine Zusammenkunft, um das zu überarbeiten. And the courses are paid.
partially from the National Beekeeping Program and also directly from the Ministry of Education. So they are free of charge. Die Kurse sind für die Teilnehmer kostenlos. Sie werden bezahlt vom nationalen Imkereiprogramm und zum Teil vom nationalen Imkereiprogramm und zum Teil vom Bildungsministerium. Wie wird denn in eurem Land die EU-Förderung verteilt? Also wer ist das? Wer ist die Körperschaft, die darüber entscheidet, wie die EU-Gelder verteilt werden? How are EU funds distributed in your country? I mean, which is the institution that decides where the money is channeled? We have a several beekeeping organizations, but one is dominant one, covering around 80% of beekeepers and beehives. So this is the organization who communicate with the ministry. Es gibt in der Slowakei unterschiedliche Imkerei-Organisationen, aber eine dominiert. Sie in ihr sind 80% der Imker, die auch 80% der Bienenvölker repräsentieren, organisiert. Und diese Organisation spricht mit dem Ministerium. But for many years, the one priority, the first priority of the Slovak Beekeepers Association is the education. So every year there is a big share of this budget used for education. Aber schon seit vielen Jahren ist die oberste Priorität der Imker in der Slowakei die Ausbildung, und deswegen wird ein Großteil dieser Mittel jedes Jahr für die Ausbildung genutzt. So for example, if any school, even kindergarten, even the basic school or the secondary school, ask money to build an apiary in the campus of the schools, we provide the money. Also bei allen Schulen, egal welcher Ebene, Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen, wenn die einen Antrag stellen, einen Bienenstand einzurichten auf dem Schulgelände, dann stellen wir die Mittel dafür zur Verfügung. Werden die Mittel ausgeschöpft? Do you use the full amount of the funds available? No. Of course, we receive some money. Most of the money from national program is used for technical help, to buy the beehives and so on. But in this chapter A, technical help, is also the education. So no. I think most of the money from our beekeeping program is used for buying the extractors and some equipment for beekeepers. Then we subsidized also the treatment of colonies against the varroa. And I think the third priority by amount of money is the education. I think that was not the question, to be honest. I think Mr. Binder wanted to know is whether the monies that are made available are used to the full period, not whether they're all used for education, but are they all used? Do you use the full from amount? From the beginning. Yeah. Yes, it was a priority from the beginning. Okay. Also er hat die Antwort, die Frage falsch verstanden, hat eine Antwort gegeben, die ich jetzt erstmal verdolmetsche. Aber die Antwort auf Ihre Frage, Herr Binder, war, dass die Mittel voll ausgeschöpft werden. Er hat das so verstanden, ob sie voll ausgeschöpft werden für die Aus- und Weiterbildung. Und er hat gesagt, nein, innerhalb dieses Kapitels 8, technische Hilfe, gibt es ja Unterschiede. Also die Bildung ist da nur ein Teil davon. Wir benutzen als oberste Priorität viele der Mittel zum Einkauf von Schleudern und anderem Imkereigerät. Dann wird viel Geld für die Behandlung der Völker aufgewendet. Und die dritte Priorität ist dann die Aus- und Weiterbildung. It will be nice for the future to compare how the money from national programs are spent in various countries, because it is not easy to find it.
Wird interessant sein, mal in der Zukunft zu vergleichen, wie in den unterschiedlichen Ländern die nationalen Programme diese Mittel jeweils verwenden. Also die Armbruster, Ludwig Armbruster Imkerschule bekommt keine Fördermittel. Wir haben allerdings auch bis jetzt keine beantragt. Das hat zwei Gründe. Zum einen wollten wir uns unabhängig entwickeln von Fördermitteln und zum anderen wollten wir erst eine gewisse Größe auch haben, damit wir sozusagen nicht zum Spielball anderer Interessen werden. Das hat aber natürlich zur Folge, dass wir alles selbst finanzieren müssen. Und ich möchte doch jetzt noch einmal mit einem Schmunzeln auch Werbung dafür machen, dass bitte auf unserer Webseite der Kursbeitrag für diese Konferenz, sofern ihr ihn noch nicht entrichtet habt, ihr jetzt machen könnt. Die Konferenz ist kostenlos. Ich danke aber jetzt denjenigen, die ihren Beitrag entrichtet haben. Diese ganzen Filme könnt ihr, wenn ihr euch da mit einem Obolus eingebracht habt, in 3-4 Tagen werden wir sie online haben, dann mehrmals anschauen und mehrmals noch studieren. Wir freuen uns jedenfalls, wenn wir hier den Beitrag von euch bekommen, so lange, bis wir dann Verhältnisse haben wie in der Slowakei, dass auch unsere Imkerschule auf Fördermittel zurückgreifen kann. Well, in this context, I would like to mention that Armbruster has not yet received any subsidies. In fairness, we never applied for them for two reasons. On the one hand, we wanted to remain independent, and also we wanted to achieve the appropriate size to make sure that we would not become dominated by external interests. And in this context, I would like to of financing. I would like to point out again that we'd appreciate it if those who have not yet made a contribution to this conference, which is free of charge. But you could help us, of course, a lot by making a contribution by buying the access to the films, which will be available about 3 to 4 days from now. We'll make them available on the website. And that way we might then earn some money and survive until we reach the happy status that you're in the Slovak Republic, where we can then fall back on public subsidies. Nachdem jetzt noch immer noch keine Fragen im Chat reingekommen sind, jedenfalls nicht bei mir angekommen sind, vielleicht hat die Technik schon welche erhalten, möchte ich jetzt dem Robert doch noch eine Frage, noch zwei Fragen stellen, die mir wichtig sind. Lieber Robert, was wäre denn dein Herzenswunsch für uns Imker in Europa? Wo ist die größte Wunde, wo du dir wünschst, dass wir sie zum Heilen bringen? Still don't seem to have received any questions through the chat, so I would like to use the opportunity to ask you two more questions, Robert. First of all, what in your opinion is the one thing that you would like to see changed for beekeepers in Europe? I mean, what is the point that hurts the most? Which is the biggest wound that needs to be healed? Personally, I see the problem how we treat the importation of honey, because if I think there can be some tax barriers, because if the beekeepers will receive the real price for the honey, they will survive. Yeah, so this is one of the external factors, and in many countries, including USA or other countries, they have some borders restriction. So I think especially last year, the beekeeping in Central Europe, not even in Slovakia, but also in Hungary, was totally destroyed by the people playing with the prices. Yeah? So the beekeepers were forced to sell everything for 2 euros or prices like this. And this is not fair, because the
because the last year was not very good for honey production and the prices were still dropping and dropping. Yeah? So I can see this unfair practices on the market. And the second one is, of course, the situation with bee health, because or the colony losses. We see that the situation is going still worse and worse, and we are unable to say the exact reason. Yeah, because usually you will hear the answer that this is the varroatosis, but many beekeepers believe that there is some third factor, unknown factor, which destroy our colonies. Gut, ich denke, aus persönlicher Sicht würde ich sagen, dass das größte Problem in den Honigimporten liegt. Hier wäre es vielleicht hilfreich, wenn es eine Zollschranke gäbe oder irgend sowas, damit die Imker auch einen fairen Preis für ihre Honige bekommen. Dann können sie auch überleben. Das gibt es in vielen Ländern, in den USA, in anderen Ländern. Da gibt es durchaus solche Handelsbeschränkungen. Insbesondere letztes Jahr war es in Mitteleuropa so, in der Slowakei, aber auch in Ungarn, dass es hier unfassbare Preismanipulationen gab. Die Imker waren gezwungen, ihre Honige für 2 Euro, ungefähr 2 Euro pro Kilo zu verkaufen. Das ist einfach nicht fair. Obwohl es weniger Honig gab, die Honigproduktion war nicht so berauschend letztes Jahr, sind die Preise trotzdem weitergefallen. Und ich denke, dass wir diese unfairen Praktiken überwinden müssen. Das zweite große Problem ist natürlich die Bienengesundheit. Wir müssen uns fragen, woran es liegt, dass wir solche Völkerverluste haben. Die Situation wird ja immer schlimmer und wir wissen nicht, aus welchem Grund. Viele machen die Varroa dafür verantwortlich, aber sehr viele Imker sind auch der Überzeugung, dass es dafür durchaus noch einen anderen Grund gibt, den wir einfach nicht kennen. Wärst du denn daran interessiert, meinen Herzenswunsch zu kennen? Would you be interested in listening to what I would like to see changing? Of course. Ja, klar. Es gibt natürlich viele Probleme und das, was du angesprochen hast, ist ein ganz zentrales Problem. Denn wenn die Honigpreise zu tief sind, wird in Europa die professionelle Imkerei verschwinden. Mit dem Verschwinden der professionellen Imkerei verschwinden die Profis, diejenigen, die den Berufsstand weiterentwickeln können, weil sie natürlich am meisten ihrer Lebenszeit in die Beschäftigung mit den Bienen investieren. Problems that you mentioned are of course very important, particularly the price issue. If prices remain depressed like they are, professional beekeeping in Europe will disappear. The professional beekeepers will disappear. And those are the people who can actually develop beekeeping because they invest a good part of their lives, of their lifetime, into the development and improvement of beekeeping. Und so gibt's einige sehr wichtige Punkte. Aber persönlich entdecke ich eine Sache, die mir auch menschlich wichtig ist und die mir sehr, sehr große Sorge bereitet. Es ist die Konzentration der Länder und der Sprachgruppen auf sich selbst und die Kommunikation und die so das allgemeine Gefühl, wir sind die, die am besten mit Bienen umgehen können und nur unser Honig ist der Beste. Ich würde mir wünschen, dass wir die Bienen alle lieben, auch über die Grenzen hinweg ein Europa bilden und die nationalen, dass die Rückbesinnung auf nationale Werte sich verwandelt auf eine Empfindung, dass wir im Europa alle zusammengehören und dass wir alle Imker sind. There is one thing that I feel personally very important. There are various important points, but there's one point that I feel
personally is very important, that really worries me a lot, and it really is something that I feel very strongly about personally. It is our focus on individual countries or language communities, our communication being restricted within those communities, and our feeling that we know best how to keep bees. Our honey is the best, and that's what every country, every language community believe of themselves. We all love bees, and we all live in one shared space in one Europe. So I hope that this focus on national values, that we can overcome this and actually focus more on the fact that we all live in the same continent, that we're all Europeans who love bees. I totally agree, but yeah, this is this must be national initiative to work together, because I am trying also in such international organization to communicate, but the response from national offices is very low, so. Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Aber die Initiative muss wirklich aus dem nationalen Bereich kommen, die Initiative zur Zusammenarbeit. Also ich versuche ja schon alles, was ich kann, international aktiv zu sein und das dann nach Hause zu tragen. Aber die Antwort, die Reaktion der nationalen Organisationen ist dann doch eher sehr gemäßigt, sagen wir mal. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Und ich werde jedenfalls die Informationen und die Links deiner Veranstaltung, deiner Online-Veranstaltungen an meine Community weitergeben und wünsche mir, dass wir hier den Schritt machen, über die Ländergrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Warum nicht mit einer der nächsten Studienreisen in dein Land kommen und die Imker in deinem Land kennenzulernen? Yes, I think so. And I will certainly make the information and links that you provided available to my community. And hopefully we will be able to overcome the language barriers with these steps. Why not take the next study trip to your country to meet beekeepers in your country? Welcome. We every year are welcoming here some the beekeepers from some part of Europe, and also our beekeepers ask every year to have as many excursions as possible. Ja, willkommen. Also wir haben jedes Jahr Besucher, Imker aus Europa hier, und unsere Imker fragen auch ständig nach, wann sie mal eine Exkursion ins Ausland machen können. Würde denn die Slowakei eine Bewerbung Deutschlands für die Apimondia unterstützen, unter der Voraussetzung, dass es ein weltoffenes und supranationales Fest für die Biene wird? Would Slovakia be supportive of a German application for Apimondia if it was guaranteed that this would be a festival of cosmopolitanism and of internationality for the bees? I am voting, so you have my vote. Also haben wir doch die erste Stimme schon. Die erste Stimme haben wir schon. Also meine Stimme habt ihr. Super. Also, nachdem keine Fragen reingekommen sind, vielen Dank, lieber Robert, für diese wunderbaren 2 Stunden. Und auch war auch wirklich schön, dich kennenzulernen. Sobald die Reisefreiheit wieder größer ist, werde ich dich besuchen. Und da besprechen wir mal, was wir miteinander machen können. Vielen Dank, Robert. Und ganz toll, dass wir dich kennenlernen durften. Well, great. Thank you very much. Now that we didn't receive any questions through the chat, I would like to thank Robert for these 2 hours.
It was very good to meet you. And as soon as travel restrictions are lifted, I'll make sure that I'll see you in your own country so we can get to know each other personally and discuss the issues at hand. So thank you very much for being with us. You are welcomed. Thank you. Thank you. Ja, gern geschehen. Danke. Also, liebe Imkerfreunde, vielen Dank. Jetzt machen wir eine kurze Pause bis 14.15 Uhr. Das sind 22 Minuten. Und dann geht es weiter mit Tino Lorz zum Thema Faulbrutsanierung. Also, kurzes Kaffeepäuschen und dann geht es weiter. So, thank you very much. And we'll have a short break until 2.15 Uhr.